jetzt nicht mehr zurück in die bürgerliche Existenz. Man konnte aber auch noch nichts Neues machen. Und an diesem Zwischenpunkt siedelt sich dann das Institut für Sozialforschung und damit das Projekt der kritischen Theorie von Horkheimer an. Nun, wenn wir jetzt auf Adorno zurückkommen und sich vorstellt, also aus mittelbürgerlichem, mittelbegütertem Haus, der Vater war Weinhändler, er ist mit zwei Müttern groß geworden, seine Mutter und seine Tante, beide sehr musikalisch, Musik hat immer eine ganz große Rolle gespielt in seinem Leben. Er hat mit 15 Kant gelesen, wollte selber Komponist werden, hat aber dann doch Philosophie studiert, weil er gemerkt hat, er kommt da nicht weiter mit seiner Komponistenkarriere. Wie ordnen Sie jetzt diesen jungen Adorno mit diesen großen dunklen Augen und mit der matten, sanften Stimme jetzt zu diesen doch sehr, wie soll ich sagen, Horkheimer, doch sehr, Leuten, die nochmal was ganz anderes im Sinn hatte? Eher der Schöngeist. Ja, man muss einfach sagen, Adorno kommt von einer ganz anderen Seite her. Nicht? Adorno kommt von der Seite der Kunst her. Aber auch das hat mit der deutsch-jüdischen Geschichte sehr, sehr viel zu tun. Ich sagte schon bereits, eigentlich im Grunde genommen das emanzipatorische Ideal, das in der deutschen Literatur und in der deutschen Philosophie angestrebt wird, dieses emanzipatorische Ideal ist von niemand so ernst genommen worden wie von den deutschen Juden. Und das sozusagen, das war etwas Utopisches, das gelebt wurde. Nicht dafür steht der Name Felix Mendelssohn. Nicht, diese Art, nicht im Grunde der Verbindung, der Entfaltung der Persönlichkeit, nicht über all dem schwebt Goethe, natürlich in Frankfurt sowieso besonders, nicht über all dem schwebt Goethe. Das heißt also, diese Existenz einer vollen Entfaltung der Persönlichkeit auf allen Ebenen, nicht, das ist nicht einfach, man ist irgendwie nicht Wilhelm Meister, das hat jeder gelesen, das kannte jeder. Und das ist bei Adorno auch so. Adorno wächst damit auf, mit diesem Ideal. Und bei den Eltern ist auch schon etwas, was man erklären muss. Das kriegt man eben nicht so leicht auf, oder man kriegt es zwar leicht auf irgendwelche Schablonen, aber das sagt nichts. Nicht? Das eine ist, der Vater hat eigentlich eine typisch jüdische Weinhändlerkarriere gemacht. Sehr vorausschauend, sich sehr gut entwickelt und dann mit der Entwicklung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert hat sich das großartig entwickelt, dieses Geschäft. Aber der wollte überhaupt nicht Weinhändler werden. Das war der Vater, nicht der, der große Weinhändler war. Er wollte Kunst, nicht? Er ging gerne in die Oper und in der Oper hat er dann Adornos Mutter kennengelernt. Und nun, Adornos Mutter war Opernsängerin, ihre Schwester war auch Sängerin. Sie war aber sehr klein gewachsen und entsprach nicht dem Opernideal, konnte deswegen keine Bühnenkarriere machen. Die kam aus einer Künstlerfamilie, als Außenseiterexistenzen, wirkliche Außenseiterexistenzen. Und diese Ehe war für die eine großartige Gelegenheit des sozialen Aufstiegs. Und sie hat es eben geschafft, dass ihre Schwester auch damit wohnte. Und dann haben die eben zu dritt dieses Kind Theodor W. Adorno dann erzogen. Nicht? Damals hieß er eben halt noch Theodor Wiesengrund. Nicht? Und er hat das erst später dann den Namen Adorno ja angenommen. Aber das war eigentlich eine ganz besondere Ausgangskonstellation. Jetzt müssen Sie eben sehen, ich sagte, ein utopisches Ideal. Dieses war ein utopisches Ideal, das gelebt wurde, nämlich der Emanzipation. Das heißt, dem Kind wird kein Stein in den Weg gelegt, um seine Fähigkeiten zu entfalten. Also alle Fähigkeiten wurden entwickelt, unterstützt. Und so hatten sie es dann irgendwie über eine Freundin gehört, der liest so viel und so weiter und so fort. Da gibt's doch jemanden, wer kann denn mit jemandem was Anständiges lesen? Ah ja, nicht der Krakauer, nicht der Krakauer. Und der macht das gerne, weil der mag gerne mit jungen Leuten arbeiten, also haben sie dann diesen viel älteren Mann gebeten und so, komm doch uns mal besuchen. Für Krakau war das eine tolle Sache, der kam aus einem ganz anderen, nämlich sehr kleinbürgerlichen Milieu und der freute sich sehr, dass er da sonntags eingeladen war an der Seeheimer Straße, kam gerne hin und dann hat er angefangen mit Teddy eben Kant zu lesen. Und genauso war das mit der Musik. Irgendwie haben denn die beiden Sängerinnen festgestellt, okay, jetzt spielt er schon so gut, jetzt müssen wir eine bessere Klavierlehrerin. Also haben sie die Sanna Stolze genommen, der Adorno dann auch nach 45 hat er ihr noch sehr nett geschrieben und sie hat dann nochmal wieder begegnet. Sie ist ja eine Verwandte des Frankfurter Lokalpoeten Stolze gewesen. Also auch das ist eine ganz interessante Geschichte. Dann ist er zu Bernhard Seckles im Kompositionsunterricht geschickt worden. Und auch da kam er sehr schnell eigentlich an eine Grenze. Und er kam mit ihm irgendwie nicht überein. Adorno war nämlich fasziniert von der neuen Musik.
Und das schien ihm plötzlich also nicht Töne von einem anderen Planeten. Und deswegen hat er sich dann entschlossen, als ganz junger Spund, nämlich da war er noch gar nicht älter als 25, nach Wien zu gehen, um bei Schönberg in die Lehre zu gehen. Den Platz hat er nicht bekommen, kam dann Gott sei Dank zu Alban Berg. Ja, und der hat ja gesagt, der junge Theodor Wiesengrund müsse sich entscheiden zwischen Beethoven und Kant. Würden Sie sagen, dass er diese Entscheidung überhaupt je getroffen hat? Oder könnte man auch anders fragen, ist seine Philosophie eine künstlerische Philosophie? Das würde ich schon sagen. Das ist, ich glaube, das Einmalige an Adorno, dass er diese Alternative verweigert hat, sich zu entscheiden zwischen Beethoven und Kant. Und deswegen haben sie im Grunde genommen das letzte Werk, was er noch erlebt hat, dass es publiziert wurde, war die negative Dialektik. Das ist ja im Grunde genommen ein ganz großer Rückgriff noch einmal auf Kant, um zu überprüfen, was wir eben gesagt haben, in ganz konkreten lebensgeschichtlichen Formeln, aber das nochmal auf der Ebene der großen Philosophie zu durchdenken. Im Grunde genommen, was ist an dem Kant eigentlich dran? Heißt es, am Kant ist ja, und das ist, gehört eben zu Adorno, dieses Aufklärung, dass Aufklärung dazu da ist, um die Welt zu verändern. Und aber einbegriffen jetzt die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, dass der Versuch, die Welt zu verändern, gescheitert ist. Zwar bewusst zu verändern. Die Welt hat sich bis zur Unkenntlichkeit verändert im 20. Jahrhundert, aber die bewusste Veränderung der Welt, das ist gescheitert. Und das zu reflektieren, noch einmal also zu Kant zurückzugehen, aber alles das hineinzunehmen, was die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts sind. Als diese ganzen Proteste waren und so, es ist auch so eine Seite, die die Leute immer überhaupt nicht sehen. Adorno war sehr froh, oft, dass ihm der Kultusminister erlaubt hat, seine Vorlesung dicht zu machen. Dann konnte er nämlich nach Hause gehen und an seinem Beethoven-Buch arbeiten. Und das hat ja nun Gott sei Dank dann nach seinem Tod Herr Rolf Tiedemann herausgegeben. Und das ist eine unglaublich lohnenswerte Lektüre, dieser Beethoven. Denn das ist noch einmal die Musikphilosophie. Und zwar nicht als eine Philosophie über Musik. Adorno macht so etwas nicht. Ne? Nicht über die Sachen, sondern in den Sachen. Und das ist großartig. Nämlich er bringt noch einmal heraus, dass ja bei Beethoven etwas gelungen ist, nämlich die Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem. Ein Moment von Versöhnung wirklich geworden ist, das in der Gesellschaft nicht wirklich geworden ist. Und diese Kluft zwischen dem Denken und dem, was bloß ist, das ist eigentlich die Kluft, aus der Adorno denkt und aus der er auch gelehrt hat. Nun machen wir einen Schritt weiter im Leben von Adorno. 1933, die Nationalsozialisten ergreifen die Macht unter Hitler. Adorno wird die Lehrbewilligung entzogen. Er entschließt sich darauf, 1934 zu emigrieren, zuerst nach Oxford, dann später nach New York, trifft dort Max Horkheimer wieder. Und er trifft natürlich als Exilant, als Emigrant auf eine andere Kultur, auf die amerikanische Kultur. Er erlebt einen Kulturschock und hat sich dann auch wieder im Bereich Musik sehr, sehr kritisch gegenüber der Jazzmusik geäußert. Das ist etwas, was man heute noch kennt von Adorno, seine kritischen Äußerungen über Jazzmusik. Und da wollen wir uns jetzt gleich mal anhören, was er dazu gesagt hat. Jazz hat mit Kunst überhaupt gar nichts zu tun. Und das Bestürzende ist, dass man diese reine Unterhaltungssphäre mit Ideologien unterbaut, durch die sie dann mit allem, was hoch und teuer ist, verwechselt wird und plötzlich einen Anspruch und einen Pathos gewinnt, dass sie also einfach nicht zukommt. Aber ich bin gar kein Feind des Jazz, genauso wenig wie ich es wagen würde, ein Feind von irgendwelcher anderen Tanzmusik zu sein. Ja, dass mir ungarische Schnulzen dann immer noch lieber sind, ist meine Privatsache. Kein Feind des Jazz, aber doch ein vernichtendes Urteil. Auf welchem Hintergrund muss man sich dieses Urteil Adornos über den Jazz erklären? Ich glaube, zunächst einmal muss man begreifen, was Adorno unter Jazz gehört hat. Und Adorno kannte sich ziemlich gut aus. Also das sind alles immer solche Irrtümer, nicht? Dass die Leute denken irgendwie, der sitzt da, an seinem Schallplattenspieler und hört nur Beethoven und der hat keine Ahnung. Der hat lang genug in New York gelebt. Die sind oft genug nach Harlem gegangen, in Lokale und so weiter. Die wussten ganz gut Bescheid und kannte sich auch ganz gut aus. Jazz ist bei ihm eine Chiffre für Unterhaltungsmusik. Und das ist auch die Geschichte des Jazz in den 30er Jahren. Die Geschichte von Tin Pan Alley, also das heißt der ersten Plattenindustrie.
Und das bedeutet ja die Ausbeutung zunächst einer nicht als Kunst auftretenden Musik, nämlich sozusagen nicht ein, die Ausbeutung von Sounds, die man so noch nicht gehört hatte. Und das ist eigentlich im Grunde genommen die Analyse bei Adorno, ist, wenn man die ersten Schriften aus den 30er Jahren genau liest, sind es Analyse von Schlagern, von Hits. Nicht? Und, das, und diese Art, nicht, das ist der Beginn im Grunde genommen der Schallplattenindustrie. Und Adorno kritisiert die Schallplattenindustrie. Und Adorno hat vollkommen recht. Das muss ich gerade als ein wirklich begeisterter Jazzhörer, und ich habe viel Jazz in meinem Leben schon gehört, Adorno hat vollkommen recht und seine Kritik sitzt im Zentrum. Er benennt nämlich die Kräfte, die in den letzten 50 Jahren, also auch 30 Jahre nach seinem Tod, dazu geführt haben, dass der Jazz so steril geworden ist. Nämlich der Jazz ist zu einer Kultur geadelt worden. Nicht? Und das heißt nicht, der Jazz sollte plötzlich der Botschafter Amerikas sein. Nicht? Und der Jazz sollte plötzlich dafür hinhalten, die wirklichen Spannungen in der amerikanischen Gesellschaft zu übertünchen. Und das ist eigentlich im Grunde genommen etwas, was Adorno von Beginn an aufgespießt hat, die Jazz-Ideologie. Und wenn Sie mal in den Schriften nachblättern, gibt es einen Briefwechsel mit Joachim Ernst Behrendt, der war der sogenannte Jazz-Papst in Deutschland in den 50er und frühen 60er Jahren. Und Adorno hat vollkommen recht. Er konnte gar nicht wissen, was nach seinem Tod aus Joachim Ernst Behrendt wird. Nämlich, er wurde ein Hyperguru von indischer Musik auf einmal. Da können Sie mal sehen, wie tief das überhaupt verankert ist. Diese Vermischung eigentlich von Entertainment und Kultur, das ist das, was im Zentrum der Kritik von Adorno sitzt. Und für alle die, die mir das nicht glauben und denken, ich will nur den Adorno verteidigen, an Stellen, wo er gar nicht zu verteidigen ist, den empfehle ich, das kann jeder lesen, dazu braucht man keine große musikalische Vorbildung. Einleitung in die Musiksoziologie, Kapitel 2, leichte Musik, ein wunderbarer Aufsatz und da sehen Sie das vollkommen geschichtlich eingeordnet, dass am Jazz nicht kritisiert wird, dass es Jazz ist, sondern warum der Jazz hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Aber ist er denn einfach in New York nicht in die Clubs gegangen und hat nur die Schallplatten gehört? Da wäre ja auch das Moment der Improvisation zu entdecken gewesen, des individuellen Abweichens. Und das ist ja etwas, was Adorno sehr wichtig ist. Ja, aber das, entschuldigen Sie mal, das ist doch alles im Grunde genommen, so dolle Sachen sind das doch alles überhaupt nicht. Nicht? Nein, Sie müssen das einfach auf dem Hintergrund auch, auch musikalisch sehen. Nicht, was die Leute erlebt haben. Er ist durchaus in die Clubs gegangen und er wusste sehr gut Bescheid, sagte ich ja bereits. Das ist nicht das Problem. Aber musikalisch müssen Sie das vor dem Hintergrund sehen. Hier wird ja eine Musik, eben wie gesagt zur Kunst gemacht, in dem die einfachsten Geschichten, die musikalisch passieren, unheimlich aufgeblasen werden und als große künstlerische Aktionen dargestellt werden. Am gleichen Hintergrund müssen Sie sehen, dass zur gleichen Zeit in Amerika Leute lebten, wie zum Beispiel Eduard Steuermann, immer mein Paradebeispiel in diesem Falle. Eduard Steuermann war Pianist, man kann sagen, der Pianist der zweiten Wiener Schule gewesen ist. Eigentlich alle Uraufführungen von Schönberg, die mit Piano zu tun haben, hat Eduard Steuermann gemacht. Er war 25, Adornos Klavierlehrer. Er hat selber komponiert. Zu dessen Lebzeiten, das heißt also bis in die frühen 60er Jahre, ist keine einzige Note von dem überhaupt nur gedruckt worden. Und dann gewinnt der Begriff der Kulturindustrie plötzlich einen konkreten Sinn. Nicht? Das heißt sozusagen, die Kulturindustrie schaut darauf, was sie ausbeuten kann und sie scheidet aus, direkt von der Kommunikation, richtig trennt sie das ab, das, was inkommensurabel ist. Und dieser Begriff des Inkommensurablen, das ist etwas, was in diese Jazzkritik hineingehört. Nämlich, dass der Jazz so gemacht wird, dass er kommensurabel wird und damit eigentlich um seine besten Kräfte gebracht wird. Aber da lauert doch sofort das Elitäre, also die Kritik des Elitären. Wenn Jazz nur dann gut ist, wenn es wenige verstehen. Das ist ja gar nicht das Argument. Das ist ja genau wie mit dem, sind wir ja hier wieder im Fernsehen, das ist ja genau das Gleiche. Nicht, haben wir das, Adorno, nicht, der Spiegel in seiner Adorno-Geschichte titelt dann irgendwie Fernsehfeind Adorno, nicht, oder Feindbild Fernsehen. Ist doch totaler Quatsch. Adorno hat nicht am Fernsehen kritisiert, dass es das Fernsehen gibt, sondern hat im Fernsehen kritisiert, dass es so schlecht ist. Dass es immer sozusagen auf das mittlere Niveau versucht zu kommen. Und das ist doch das Problem. Im Grunde genommen, dass die Leute das Publikum betrügen um die Sachen. Nämlich indem sie irgendwie sagen, und das sagen die Verantwortlichen doch immer, die wollen das so, die verstehen das nicht. Und das stimmt doch gar nicht, das ist gar nicht wahr. Und genauso ist es doch mit der Musik. Man kann ganz andere Sachen machen, und das ist auch meine
Erfahrung. Man kann auch Leute für musikalisch, auch theoretisch und intellektuell für Sachen begeistern, wo die erstmal sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist aber gar nicht wahr, sondern weil es immer in diesen, in diesen pädagogisch zubereiteten, von oben herab Nürnberger Trichterartigen eingeflößt wird, dazu haben die Leute keine Lust und das kann man auch gut verstehen. Aber die Kulturindustrie, die als Begriff ja auch von Horkheimer und Adorno geprägt wurde, läuft doch auch immer wieder darauf hinaus, dass sie das bezeichnet, was Massenkultur ist. Industrie, man muss es im großen Stil verkaufen können und das kann man eben mit dem, was die meisten Leute mögen. Oder würden Sie das nuancierter sehen? Gibt es einen Unterschied zwischen Kulturindustrie und Massen, was Adorno sehr wichtig ist? Ja, aber das, entschuldigen Sie mal, das ist doch alles im Grunde genommen, so dolle Sachen sind das doch alles überhaupt nicht. Nein, Sie müssen das einfach auf dem Hintergrund auch, auch musikalisch sehen. Nicht, was die Leute erlebt haben. Er ist durchaus in die Clubs gegangen und er wusste sehr gut Bescheid, sagte ich ja bereits. Das ist nicht das Problem. Aber musikalisch müssen Sie das vor dem Hintergrund sehen. Hier wird ja eine Musik, eben wie gesagt, zur Kunst gemacht, in dem die einfachsten Geschichten, die musikalisch passieren, unheimlich aufgeblasen werden und als große künstlerische Aktionen dargestellt werden. Am gleichen Hintergrund müssen Sie sehen, dass zur gleichen Zeit in Amerika Leute lebten, wie zum Beispiel Eduard Steuermann, immer mein Paradebeispiel in diesem Falle. Eduard Steuermann war Pianist, man kann sagen, der Pianist der zweiten Wiener Schule gewesen ist. Eigentlich alle Uraufführungen von Schönberg, die mit Piano zu tun haben, hat Eduard Steuermann gemacht. Er war 25, Adornos Klavierlehrer. Er hat selber komponiert. Zu dessen Lebzeiten, das heißt also bis in die frühen 60er Jahre, ist keine einzige Note von dem überhaupt nur gedruckt worden. Und dann gewinnt der Begriff der Kulturindustrie plötzlich einen konkreten Sinn. Das heißt sozusagen, die Kulturindustrie schaut darauf, was sie ausbeuten kann und sie scheidet aus, direkt von der Kommunikation, richtig trennt sie das ab, das, was inkommensurabel ist. Und dieser Begriff des Inkommensurablen, das ist etwas, was in diese Jazzkritik hineingehört. Nämlich, dass der Jazz so gemacht wird, dass er kommensurabel wird und damit eigentlich um seine besten Kräfte gebracht wird. Aber da lauert doch sofort das Elitäre, also die Kritik des Elitären. Wenn Jazz nur dann gut ist, wenn es wenige verstehen. Das ist ja gar nicht das Argument. Das ist ja genau wie mit dem, sind wir ja hier wieder im Fernsehen, das ist ja genau das Gleiche. Der Spiegel in seiner Adorno-Geschichte titelt dann irgendwie Fernsehfeind Adorno, nicht, oder Feindbild Fernsehen. Ist doch totaler Quatsch. Adorno hat nicht am Fernsehen kritisiert, dass es das Fernsehen gibt, sondern hat im Fernsehen kritisiert, dass es so schlecht ist. Dass es immer sozusagen auf das mittlere Niveau versucht zu kommen. Und das ist doch das Problem. Im Grunde genommen, dass die Leute das Publikum betrügen um die Sachen. Nämlich indem sie irgendwie sagen, und das sagen die Verantwortlichen doch immer, die wollen das so, die verstehen das nicht. Und das stimmt doch gar nicht, das ist gar nicht wahr. Und genauso ist es doch mit der Musik. Man kann ganz andere Sachen machen und das ist auch meine Erfahrung. Man kann auch Leute für musikalisch, auch theoretisch und intellektuell für Sachen begeistern, wo die erstmal sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist aber gar nicht wahr, sondern weil es immer in diesen, pädagogisch zubereiteten, von oben herab Nürnberger Trichterartigen eingeflößt wird, dazu haben die Leute keine Lust und das kann man auch gut verstehen. Aber die Kulturindustrie, die als Begriff ja auch von Horkheimer und Adorno geprägt wurde, läuft doch auch. Über all dem schwebt Goethe. Natürlich in Frankfurt sowieso besonders, nicht? Über all dem schwebt Goethe. Das heißt also, diese Existenz einer vollen Entfaltung der Persönlichkeit auf allen Ebenen, nicht? Das ist nicht einfach, man ist irgendwie nicht Wilhelm Meister. Das hat jeder gelesen. Das kannte jeder. Und das ist bei Adorno auch so. Adorno wächst damit auf, mit diesem Ideal. Und bei den Eltern ist auch schon etwas, was man erklären muss. Das kriegt man eben nicht so leicht auf, oder man kriegt es zwar leicht auf irgendwelche Schablonen, aber das sagt nichts. Nicht? Das eine ist, der Vater hat eigentlich eine typisch jüdische Weinhändlerkarriere gemacht. Sehr vorausschauend, sich sehr gut entwickelt und dann mit der Entwicklung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert hat sich das großartig entwickelt, dieses Geschäft. Aber der wollte überhaupt nicht Weinhändler werden. Das war der Vater, nicht der große Weinhändler war. Er wollte Kunst, nicht? Er ging gerne in die Oper und in der Oper hat er dann Adornos Mutter kennengelernt. Und nun, Adornos Mutter war Opernsängerin, ihre Schwester war auch Sängerin, sie war aber sehr klein gewachsen und entsprach nicht dem Opernideal, konnte deswegen keine Bühnenkarriere machen. Die kam aus einer Künstlerfamilie.
Außenseiterexistenzen, wirkliche Außenseiterexistenzen. Und diese Ehe war für die eine großartige Gelegenheit des sozialen Aufstiegs. Und sie hat es eben geschafft, dass ihre Schwester auch damit wohnte. Und dann haben die eben zu dritt dieses Kind Theodor W. Adorno dann erzogen. Nicht? Damals hieß er eben halt noch Theodor Wiesengrund. Nicht? Und er hat das erst später dann den Namen Adorno ja angenommen. Aber das war eigentlich eine ganz besondere Ausgangskonstellation. Jetzt müssen Sie eben sehen, ich sagte, ein utopisches Ideal, dieses war ein utopisches Ideal, das gelebt wurde, nämlich der Emanzipation. Das heißt, dem Kind wird kein Stein in den Weg gelegt, um seine Fähigkeiten zu entfalten. Also alle Fähigkeiten wurden entwickelt, unterstützt. Und so hatten sie es dann irgendwie über eine Freundin gehört, der liest so viel und so weiter und so fort. Da gibt's doch jemanden, wer kann denn mit jemandem was Anständiges lesen? Ah ja, nicht der Krakauer, nicht der Krakauer. Und der macht das gerne, weil der mag gerne mit jungen Leuten arbeiten. Also haben sie dann diesen viel älteren Mann gebeten und so, komm doch uns mal besuchen. Für Krakau war das eine tolle Sache. Der kam aus einem ganz anderen, nämlich sehr kleinbürgerlichen Milieu. Und er freute sich sehr, dass er da sonntags eingeladen war an der Seeheimer Straße, kam gerne hin. Und dann hat er angefangen, mit Teddy eben Kant zu lesen. Und genauso war das mit der Musik. Irgendwie haben denn die beiden Sängerinnen festgestellt, okay, jetzt spielt er schon so gut, jetzt müssen wir eine bessere Klavierlehrerin. Also haben sie die Sanna Stolze genommen, der Adorno dann auch nach 45 hat er ihr noch sehr nett geschrieben und sie dann nochmal wieder begegnet. Sie ist ja eine Verwandte des Frankfurter Lokalpoeten Stolze gewesen. Also auch das ist eine ganz interessante Geschichte. Dann ist er zu Bernhard Säckle. Und diese Kluft zwischen dem Denken und dem, was bloß ist, das ist eigentlich die Kluft, aus der Adorno denkt und aus der er auch gelehrt hat. Nun machen wir einen Schritt weiter im Leben von Adorno. 1933, die Nationalsozialisten ergreifen die Macht unter Hitler. Adorno wird die Lehrbewilligung entzogen. Er entschließt sich darauf, 1934 zu emigrieren, zuerst nach Oxford, dann später nach New York, trifft dort Max Horkheimer wieder. Und er trifft natürlich als Exilant, als Emigrant auf eine andere Kultur, auf die amerikanische Kultur. Er erlebt einen Kulturschock und hat sich dann auch wieder im Bereich Musik sehr, sehr kritisch gegenüber der Jazzmusik geäußert. Das ist etwas, was man heute noch kennt von Adorno, seine kritischen Äußerungen über Jazzmusik. Und da wollen wir uns jetzt gleich mal anhören, was er dazu gesagt hat. Mhm. Jazz hat mit Kunst überhaupt gar nichts zu tun. Und das Bestürzende ist, dass man diese reine Unterhaltungssphäre mit Ideologien unterbaut, durch die sie dann mit allem, was hoch und teuer ist, verwechselt wird und plötzlich einen Anspruch und einen Pathos gewinnt, dass sie also einfach nicht zukommt. Aber ich bin gar kein Feind des Jazz, genauso wenig wie ich es wagen würde, ein Feind von irgendwelcher anderen Tanzmusik zu sein. Ja, dass mir ungarische Schnulzen dann immer noch lieber sind, ist meine Privatsache. Kein Feind des Jazz, aber doch ein vernichtendes Urteil. Auf welchem Hintergrund muss man sich dieses Urteil Adornos über den Jazz erklären? Ich glaube, zunächst einmal muss man begreifen, was Adorno unter Jazz gehört hat. Und Adorno kannte sich ziemlich gut aus. Also das sind alles immer solche Irrtümer, nicht? Dass die Leute denken irgendwie, der sitzt da an seinem Schallplattenspieler und hört nur Beethoven und der hat keine Ahnung. Er hat lang genug in New York gelebt. Die sind oft genug nach Harlem gegangen, in Lokale und so weiter. Die wussten ganz gut Bescheid und kannte sich auch ganz gut aus. Jazz ist bei ihm eine Chiffre für Unterhaltungsmusik. Und das ist auch die Geschichte des Jazz in den 30er Jahren. Die Geschichte von Tin Pan Alley, also das heißt der ersten Plattenindustrie. Und das bedeutet ja die Ausbeutung zunächst einer nicht als Kunst auftretenden Musik, nämlich sozusagen nicht ein die Ausbeutung von Sounds, die man so noch nicht gehört hatte. Und das ist eigentlich im Grunde genommen die Analyse bei Adorno, ist, wenn man die ersten Schriften aus den 30er Jahren genau liest, ist es Analyse von Schlagern, von Hits. Nicht? Und, der Beginn im Grunde genommen der Schallplattenindustrie. Und Adorno kritisiert die Schallplattenindustrie. Und Adorno hat vollkommen recht. Das muss ich gerade als ein wirklich begeisterter Jazzhörer, und ich habe viel Jazz in meinem Leben schon Unterricht geschickt worden. Und auch da kam er sehr schnell eigentlich an eine Grenze. Und er kam mit ihm irgendwie nicht überein. Adorno war nämlich fasziniert von der neuen Musik.
Und das schien ihm plötzlich also nicht Töne von einem anderen Planeten. Und deswegen hat er sich dann entschlossen, als ganz junger Spund, nämlich da war er noch gar nicht älter als 25, nach Wien zu gehen, um bei Schönberg in die Lehre zu gehen. Den Platz hat er nicht bekommen, kam dann Gott sei Dank zu Alban Berg. Ja, und der hat ja gesagt, der junge Theodor Wiesengrund müsse sich entscheiden zwischen Beethoven und Kant. Würden Sie sagen, dass er diese Entscheidung überhaupt je getroffen hat? Oder könnte man auch anders fragen, ist seine Philosophie eine künstlerische Philosophie? Das würde ich schon sagen. Das ist, ich glaube, das einmalige an Adorno, dass er diese Alternative verweigert hat, sich zu entscheiden zwischen Beethoven und Kant. Und deswegen haben sie im Grunde genommen das letzte Werk, was er noch erlebt hat, dass es publiziert wurde, war die negative Dialektik. Das ist ja im Grunde genommen ein ganz großer Rückgriff noch einmal auf Kant, um zu überprüfen, was wir eben gesagt haben, in ganz konkreten lebensgeschichtlichen Formeln, aber das nochmal auf der Ebene der großen Philosophie zu durchdenken. Im Grunde genommen, was ist an dem Kant eigentlich dran? Heißt es, am Kant ist ja, und das ist, gehört eben zu Adorno, dieses Aufklärung, dass Aufklärung dazu da ist, um die Welt zu verändern. Und aber einbegriffen jetzt die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, dass der Versuch, die Welt zu verändern, gescheitert ist. Zwar bewusst zu verändern. Die Welt hat sich bis zur Unkenntlichkeit verändert im 20. Jahrhundert, aber die bewusste Veränderung der Welt, das ist gescheitert. Und das zu reflektieren, noch einmal also zu Kant zurückzugehen, aber alles das hineinzunehmen, was die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts sind. Als diese ganzen Proteste waren und so, es ist auch so eine Seite, die Leute immer überhaupt nicht sehen. Adorno war sehr froh, oft, dass ihm der Kultusminister erlaubt hat, seine Vorlesung dicht zu machen. Dann konnte er nämlich nach Hause gehen und an seinem Beethoven-Buch arbeiten. Und das hat ja nun Gott sei Dank dann nach seinem Tod Herr Rolf Tiedemann herausgegeben. Und das ist eine unglaublich lohnenswerte Lektüre, dieser Beethoven. Denn das ist noch einmal die Musikphilosophie. Und zwar nicht als eine Philosophie über Musik. Adorno macht so etwas nicht. Nicht über die Sachen, sondern in den Sachen. Und das ist großartig. Nämlich er bringt noch einmal heraus, dass ja bei Beethoven etwas gelungen ist, nämlich die Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem. Ein Moment von Versöhnung wirklich geworden ist, das in der Gesellschaft nicht wirklich geworden ist. Und diese Kluft zwischen dem Denken und dem, was bloß ist, das ist eigentlich die Kluft, aus der Adorno denkt und aus der er auch gelehrt hat. Nun machen wir einen Schritt weiter im Leben von Adorno 1933.